Plötzlich und unerwartet steht ein netter Herr mit dem Modell der Kronprinz herum und sucht Sponsoren. Die wollen wir hier als Symbol erstmal für ein halbes Jahr aufstellen. Ja. Und ist das für Sie ein Begriff, Herr Ministerpräsident? Ja, die Kronprinz ist ein Begriff. Der nachher unter anderem Namen gefahren eine Zeit lang. Unter dem Namen Undine. Undine war ziemlich bekannt in Warnemünde, weil sie mich bei etwas kappliger See auch den nicht an die See gewohnten einige Schwierigkeiten bereitete. Was wird das nun kosten, so ein Ding wiederherzustellen und wieder aufzubauen? Also die Wiederherstellung dieses Schiffes ist ungefähr mit 2 Millionen Euro kalkuliert. Aha. Aber der Neubau eines Schiffes, das würde ungefähr 4 Millionen kosten. Herr Jagdfeld, wir stören ganz ungern, aber es geht hier um Millionen. Erklären Sie mal, Herr Jagdfeld, was das hier ist. Ja, das ist die. Das braucht der junge Mann mir nicht zu erklären. Ich kenne die Kronprinz in- und auswendig. Das ist ein wunderbares Traditionsschiff. Ja. Und es wäre schön, wenn die wieder hier zwischen Heiligendamm, Kühlungsborn und Warnemünde vielleicht auch mal nach Hiddensee fahren würde. Und Petersburg, sagt er. Und Petersburg. Ja. Und Petersburg. Die Frage ist nur, wo nehmen wir die Millionen her? Ja. Wir wissen leider alle, dass die finanziellen Mittel auf dieser Erde begrenzt sind. Mhm. Aber wir würden uns gerne damit beschäftigen, aber auch wir müssen eins nach dem anderen.